Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Sonntag wieder Weekend League, vielleicht streame ich Freitag doch, ich weiß es noch nicht ganz genau, weil nächste Woche wird es kein Stream geben an den einen Tag, wo ich streame, ich sage euch noch nicht ganz genau den Tag, weil Eligello wohin muss, fürs Announcement. Es ist was gar nicht mal so weltverändernd ist, sage ich mal, habe ich schon oft gesagt, damit ich mal den Hype so ein bisschen runterschraube. Aber ich glaube nicht, dass ihr auf dem Schirm habt, was für Leute da inbegriffen sind, wie die Umsetzung ist, in was für einen Aufwand und dass es dann wirklich zustande gekommen ist. Das glaube ich nicht, dass ihr denkt vielleicht, okay, es ist das und das mit denen und denen. Aber ich glaube nicht, dass ihr denkt, wie das auch alles umgesetzt wird. Weil die meisten schreiben immer rein, eigene App, Kings League oder, was ist das andere? Was, eigene Streaming-Plattform, die Gellerpartei. Es ist, das ist eine Firmengründung-Chat. Das kann nichts bestehen, das gerade sein. Kann es nicht sein. Manche sagen Anteile hier, Anteile da. Es ist nichts, was schon gerade am Start ist. Es wird etwas Neues gegründet. Es ist so. Sag es? Nee. Darf ich noch nicht. Ich soll euch ein bisschen anheizen. Ich schwöre, ich wünschte, ich könnte mit euch darüber reden. Am 5.11. wird es released. 5.11. Wir werden dort ein YouTube-Video wird veröffentlicht. Es wird eine neue Insta-Seite kommen. Die Leute, die da mitmachen, werden veröffentlicht. Alles wird zeitgleich passieren. Ein Insta-Post, ein YouTube-Video. Ich werde live im Stream sein. Ja, am 5.11. Ach ja, und morgen um 11 Uhr, in ein paar Stunden, könnt ihr das neue Delay-Trikot euch holen, Chat. 11 Team Sports. Hier Harry Kane. Hier Haaland. Und dann hier einfach Dori. Rüdiger, Frimpong, Toni Kroos. Und dann einfach, guck mal hier auch mit Delay. Delay Sports Jersey Restock. Neben Manchester City. Ihr müsst euch überlegen, das ist auch nicht so ein großer Vorwurf. Niemand weiß, das ist, Delay ist eine Sache, die gab es vorher nicht. Und kein Mensch hätte gedacht, dass das so, also das ganze Projekt, ne, dass das so heftig ankommt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir mehr Follower als Union und Hertha zusammen haben. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Guck mal hier, Daumen nach oben. Kriegst einen Daumen nach oben. Wie teuer ist das Trikot? 70 Euro, also 69 Euro. Falls jetzt alle wieder ankommen mit, oh, ist ja sehr, sehr teuer und hast du nicht gesehen. Das Trikot wird genauso gleich hergestellt wie die Profi-Trikots. Das ist der gleiche Stoff, das ist alles gleich. Es ist sogar nochmal mehr, also es ist nochmal veredelt worden und so. Das ist kein normales Trikot. Wir machen da wirklich schon unser Bestes mit den 69 Tacken. Also das ist so, das ist schon wirklich, wir haben da unser Bestes getan. Jeder, der eins hat, der, wenn man es auch anfasst hinten, das ist alles schon ganz geil gemacht. Neues Elevate-Parfüm kommt auch bald, Chat. Das erste kam sehr, sehr krass an. Das hätten wir nicht gedacht, dass das so gut ankommt. Hier ist das neue. Wird sich direkt geholt, das erste auch so ein Banger. Also das erste war wirklich sehr, sehr nice. Das zweite hat Eligello auch schon natürlich getestet, ist schon sehr anders als der erste, muss ich sagen. Ist aber nicht so einfach, einen Duft zu beschreiben. Aber ist auf jeden Fall so ein bisschen, der erste war ja so ein Sommerduft. Das Ding ist schon wirklich, also das ist so ein Ausgehduft, sage ich mal. Der ist schon auch intensiv. Also wenn ihr den da auf eure, das ist nicht sowas wie, jo, ne? Du riechst schon sehr stark danach. Also man bekommt schon mit dann, dass du den Raum betrittst und sowas. Ist nicht winterlich, würde sagen schon so perfekt, ist so herbstlich. Herbstlich. Aber ist schwierig zu erklären, wonach riecht Dior Sauvage zum Beispiel oder wonach riecht Baccarat Rouge. Das ist übertrieben schwer. Und mir fällt auch kein Duft eigentlich ein, der so ähnlich riecht. Das ist sehr eigen. Ja, okay, wenn ihr jetzt sagt, wonach riecht Oble Noir. Ja, okay, so eine Sache ist einfacher, aber das ist so schwierig zu erklären. Aber auf jeden Fall anders als das Ding hier. Boah, Digga, das hört sich so dumm an, wenn ich das selber sage, aber ohne Witz, wir haben so viele positive Resonanzen bekommen. Marc Eggers, könnt ihr euch mal das Video angucken. Parfüm. Der hat mal ein Video-Umfrage gemacht. Da wussten die nicht, dass es von uns ist. Vor 2 Monaten. Das ging so ab bei den meisten. Die haben alle top bewertet. Genau. Parfüm. 8.
Mit so einem erfrischenden Duft, finde ich. Das freut mich. Aber sieht man ihn gar nicht an. Und er hat auch nicht gesagt, dass es von uns ist, ne? Ich bekomme so oft Komplimente. Sehr gut. Neues Parfüm, was für Uni? Ja. Ist schon sehr, also ist schon ein bisschen, sag mal, ausgeht. Also du wirst auf jeden Fall auffallen. Sagen wir es mal so. Was hast du bezahlt, dass die schlechten Bewertungen nicht im Video sind? Ich schwöre auf alles, ich habe nichts dazu gesagt. Ich wusste nicht mal, dass dieses Video kommt. Ich habe es nicht mal gewusst. Für Date perfekt. Aber so generell Parfüm so, ich bin echt ein großer Parfümliebhaber. Bin kein so, oh, hier und das ist aus dem Molekül und hier nochmal da. Ich befasse mich schon mit Parfüms. Ich habe auch relativ viele und bin auch ein Fan. Ich rieche eigentlich auch, also jeden Tag. Ich bin der Meinung, dass man durch gut riechen nochmal echt viel rausholen kann und du wirkst anders auf Menschen. Comfita wird auch in 1,5 Liter Flaschen. Das wird erstmal nicht passieren. Nächste Firma, VitaWelt auch, da sind wir euch sehr dankbar, Chat. Wir haben wieder eine Auszeichnung bekommen. Plus die Kaugummis, kann ich euch jetzt schon sagen, wurden fast komplett. Also, wie viele haben wir? Ich glaube, wir haben 3 Millionen Packungen. Wir haben 3 Millionen Packungen Kaugummis und davon ist, glaube ich, schon über die Hälfte bestellt worden. Also, und der Release ist erst in so 3-4 Wochen und die meisten denen bestellen es erst danach. Also, oder die gucken erstmal, wie es läuft oder kurz davor irgendwie. Also, ging auch schon sehr ab. Und das so der Tee und das Wasser, das ist ja auch immer super. Da sind wir euch natürlich auch sehr, sehr, sehr dankbar. Wurde Celui eigentlich gerestockt? Ja, Celui, das heißt irgendwie die 1, das wurde gerestockt bei Elevate. Wir haben so ein paar Produkte, die werden immer wieder neu reingemacht. Die Hosen, die Trainingsanzüge und das Parfüm haben wir auch nochmal hochgekloppt. Weil die halt so, das sind unsere schon, die sehr, sehr gut ankommen. Taschen, ja, die Sachen werden immer, so die Basics. Jacken sind jetzt auch wieder übrigens verfügbar, unsere Winterjacken. Elevate Baby Blau Elevate Puffer, Black Elevate Puffer. T-Shirts, das habe ich, glaube ich, hier gerade an. Das T-Shirt habe ich gerade an. Aber wir sind euch da auch sehr dankbar. Früher war das nochmal anders. Früher mussten wir immer wirklich bei den ganzen Jobs, wir werden auch wieder ein bisschen mehr machen, aber früher mussten wir bei den ganzen Jobs immer echt uns also so dieses komplette Werbung reinknallen. Mittlerweile ist Elevate echt so, dass man sagt, top. Also ihr seht mich ja nicht mehr so viel Werbung für Elevate machen und das läuft trotzdem richtig gut, weil halt ja die treuen Zuschauer immer am Start, selbst aber ja, VitaWelt Elevate ist echt gut. Ich glaube, ich habe es schon mal im Stream gezeigt, ich glaube in dem letzten Jahr oder in diesem Jahr hier. Also so diese Firmensachen, Chat, das ist meiner Meinung nach auch das Schwerste von allen. Erfolgreicher Streamer zu sein, das ist schon sehr, sehr schwer. So viele Leute immer so zu, ne? Aber so das Allerschwerste, finde ich persönlich, ist es, wenn man, Digga, wieso kriege ich das denn hier nicht gebacken? So eigene Kanäle versuchen, eigene Unternehmen versuchen groß rauszubringen, das ist eigentlich schon das sehr, sehr Harte. Digga, wo kann ich das denn hier filtern? Letzten 12 Monate haben schon, Weihnachten, ja, immer so auf einer Linie und das ist auch immer ganz geil. Letzten 12 Monate Elevate, und überleg mal, wir machen echt nicht mal so viel, 16 Mio Gesamtumsatz, letzten 12. Das ist schon geil, Chat. Also ihr seid wirklich, das kann man mal so sagen, ihr seid wirklich richtig. Wir wissen auch, dass wir so echt so viele uns natürlich nicht mögen, aber was uns auf jeden Fall niemand nehmen kann ist, und das ist auch immer dann so ein bisschen angefressen für die Hater, wir haben echt eine Macher-Community. Also die sind so wirklich, sieht man ja auch an Delay und VitaWelt und sowas, dass sie da echt immer hinterher sind. Ja, wir geben da, aber es ist übrigens kein Gewinn, ne? Das muss man ganz klar sagen. Und die Marge ist da auch noch anders. Und die Kosten, ja, so, das, die Kosten sind natürlich, also davon. Ich habe ja schon mal gesagt, ungefähr, das läuft alles super. Und Elevate läuft ja schon seit 3 Jahren sehr, sehr gut. Ich glaube, wir haben schon, keine Ahnung, mit Elevate haben wir bestimmt schon, ich will nichts Falsches sagen, aber wir haben schon echt viel Kohle mit Elevate und VitaWelt erwirtschaften können, weil ihr da halt so am Start seid. VitaWelt letztes Jahr war krass. VitaWelt letztes Jahr war sehr, sehr krass. Man muss dazu aber auch sagen, dass dieser Hype am Anfang unglaublich war. Das hat sich mittlerweile auch, das ist nicht mehr so wie in der ersten Woche, sag ich mal, oder in den ersten Monaten. Es war ungefähr so. Das war die Linie von VitaWelt. Da ging es so, wirklich, Digga, die Läden, es gab so Begrenzungen. Du durftest nicht mehr als 2 Flaschen kaufen. Teilweise in manchen Läden. Sofort ausverkauft gewesen, zack. Dann ging es wirklich so voran. Und dann hat sich das wieder gelegt, zack, und jetzt schwimmen wir die ganze Zeit so. Aber immer noch sehr, sehr krass halt. Aber das hält sich so auf einem Niveau. 2-3 Liter VitaWelt am Tag.
Aber Vita, ich sag, Vita-Welt ist schon nochmal, glaube ich, wir lassen uns halt einmal im Jahr da so, ne, uns komplett auszahlen und sowas, aber Vita-Welt ist da nochmal ein bisschen stärker, weil wir halt auch zu dritt sind, Willi, Sydney und ich. Aber beides ist krass. Und deswegen haben wir ja auch jetzt die Zeit. Wir haben so diese Babys, Elevate und Vita-Welt sind mittlerweile schon, die laufen sehr, sehr gut. Wir müssen nicht mehr ganz so viel Werbung machen, aber ich werde jetzt trotzdem, wir haben das ein bisschen, ich glaube, man kann da nochmal ein bisschen mehr machen, wir werden nochmal ankurbeln. Aber wir haben jetzt wieder, oder ich habe jetzt wieder die Zeit für ein neues Projekt und das neue Projekt kommt am 5.11. Und das wird, denke ich, das allergrößte von allen. Nö, wir haben alle dieselben Anteile, Marcello. Wir haben bei Vita-Welt alle dieselben Anteile. Das verursacht sonst nur Stress. Wenn einer sagt, oh, ich habe aber mehr Follower oder keine Ahnung was, das verursacht nur Stress. Wir haben alle dieselben Anteile, Willi, Sid und ich. Ist besser. Ist besser, ist besser. Mit Kohle ist auch so ein Thema, wo man sich wahrscheinlich dann irgendwann streiten wird bei vielen Freundschaften. Das ist bei Willi, Sid und mir ein Glück bis jetzt noch nicht einmal passiert. So, wir sind alle sehr entspannt bei dem Thema. Weil wir halt auch alle nicht so man verdient ganz gut und man muss jetzt nicht sagen, oh, ich will nochmal ein paar mehr, nochmal ein bisschen mehr Kohle einsacken. Wir verdienen alle dasselbe über die Firmen. Manchmal lässt sich vielleicht einer ein bisschen mehr auszahlen, vielleicht wegen irgendwas, wenn du mal irgendwas holst, also so eine Immobilie oder so, oder du eine große Anzahlung machen möchtest. Aber das passiert nicht oft. Passiert nicht sehr oft. Nein, nicht ein paar Mios mehr. Das hat noch keiner. Manchmal hat sich einer ein paar mehr, ja, aber nicht Millionen. So viel macht das ja jetzt nicht. Was machst du heute noch? Ich warte eigentlich, bis meine Manager kommen. So lange chill ich hier noch. Edi, eigenes Dschungelcamp, sehr geile Idee. Ja, wie kamt ihr auf den Namen Wade? Das kam von unseren Geschäftspartnern. Ein 10er von Flo, Liebe. Hey, lange habe ich dich nicht mehr genervt, mein Pro. Aber warte immer noch auf die Elevate Sports Kollektion, falls du dich noch erinnerst, mit meinem Patent. Los. Dankeschön, mein Freund. Aber wir haben momentan, das beißt sich ein bisschen mit Delay. Aber wenn du dir coole Sportklamotten holen möchtest, dann kannst du bei Willi vorbeischauen. Ire, ich glaube, die machen demnächst was. Aber bei uns ist das nicht geplant. Wäre auch so mit Delay, wenn wir da... Wir könnten es machen, aber ich habe momentan... Wir haben nicht die Sachen dafür. Ist sehr schön, dass du so Kumpels hast, die jetzt sicher auch zu deiner Familie gehören und denen du vertrauen kannst und sie dir zusammen Geld machen. Ja, ja, auf jeden Fall, Fabio. Also Willi und Sydney, sage ich dir ehrlich, das sind für mich wie so, ja, hört sich so schnurzig an, aber eigentlich wirklich wie Brüder. Und die, dem vertraue ich auch alles an, ne? Und ich muss sagen, wir kommen uns auch manchmal so in die Haare, das bekommt ihr online nicht so mit. Da ist ja alles so Spaß. Manchmal ist auch so, dass wir offline dann sagen, ey, das geht nicht oder lass uns das so machen und man streitet sich dann eventuell ein bisschen. Aber das Gute ist, wir lügen uns eigentlich nie an. Wir sagen uns immer das, was wir denken. Wir haben uns nie diese typischen Themen, worüber sich eigentlich so oft gestritten wird, Geld oder dann irgendwie Freundinnen oder sowas, das ist gar nicht bei uns so. Weil wir halt auch alles zu dritt von Anfang an erlebt haben, ne? Sydney hat vor mir gestreamt, Willi hat vor mir gestreamt, dann haben wir so zu dritt, irgendwann habe ich Willi kennengelernt und dann sind wir halt zu dritt irgendwie immer so gewachsen. Organisch. Floco und Bosche, danke für die Subs. Noch cooler wäre es dann, wenn sie mich im Fortnite Duo Cash Cup fragen würden, ob ich mitspielen würde, ne? Das wäre nochmal ganz schön, aber so weit sind wir dann tatsächlich nicht. Dann gibt es mal wieder eine Win-Challenge, ich will wirklich demnächst mal wieder eine machen. Spielst du ab nächste Woche die COD-Story? Wäre bestimmt auch geil für den Stream. COD-Story? Ich will unbedingt Spider-Man erstmal zu Ende spielen, Chat. Also ohne Witz, ich merke immer, wenn das Spiel mich gefangen hat, wenn ich mir so Videos angucke dazu. So, keine Ahnung, wie das Spiel bewertet wurde und so in den ersten Release-Wochen. Oder Release-Woche, besser gesagt. Und Spider-Man macht mir sehr viel Spaß. Ich habe jetzt 2 Streams gemacht damit und das wird auf jeden Fall, also ich denke, dass ich das safe zu Ende spielen werde. Bei den anderen Sachen, den ersten Teil konnte ich ja nicht beenden, oder habe ich nicht beendet, weil da aber auch, das war während Submarathon, da habe ich mir die Haare gefärbt, dann kam dieser Stinkefisch dazwischen, dann war Eli Geller Cup und so, da war so viel Content während diesen Submarathons, dass ich es das dann irgendwie nicht gemacht habe. Aber der zweite Teil ist auch sehr geil bis jetzt und ich denke, das werde ich beenden. Achmo, Liebe geht raus für dein Sub im 30. Muslia von Paderborn, den habe ich mal live spielen sehen. Ich wollte den Ballon d'Or geben. Ich habe den gesehen, als er bei Hannover war. Live. Ich fand den so krass. Was für einen Alltagsduft kannst du empfehlen? Für den, die vielleicht nicht so teuer sind, kann ich dir Giorgio Armani U. Der ist aber schon sehr intens. Dolce & Gabbana's Ron finde ich auch sehr gut. Ist auch nicht so krass teuer. Ich glaube so 60 Euro, 70, das ist für einen Duft, in der Duftwelt ist das nicht so teuer. Hugo Boss Bottle finde ich gut, die 3 sind so Classic, würde ich sagen. Guisada Ambassador ist auch nicht schlecht, sind auch nicht ganz so krass teuer. Pengs, danke für den 5er. Mein Lieblingsduft ist aber momentan immer noch Imagination von Louis Vuitton und das Naxos von Xerxof. Xerxof Naxos. Baccarat Rouge ist ein bisschen nach hinten gerutscht. Ich finde aber, der Duft wird zu Unrecht so doll gehatet. Alle sagen, oh, jeder riecht nach Baccarat Rouge, hallo Baccarat Rouge, weil Baccarat Rouge diesen übelsten Hype hatte.
Aber der Duft ist trotzdem brutal, finde ich. Ich finde auch fucking Fabulous geil. Ich finde Tom Ford Cherry, Lost Cherry richtig geil. Ombre Nomad hatte ich letztens mal drauf. Den habe ich irgendwie schlechter in Erinnerung gehabt. Den habe ich letztens getragen, als ich Bowling spielen war. Eigentlich voll dumm zu Bowling, aber ich fand den echt geil an dem Tag. Ombre. Ombre Nomad. Ombre. Mit H. Heißt es, oder? Ombre. 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 Wonach riecht Naxos? Ah, meine Manager sind hier. Digga, ich kann dir die Düfte nicht erklären. Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Naxos. Wie soll ich dir Naxos erklären? Das ist so... Keine Ahnung. Komplettes Management da. Da wird das Projekt ja ehrlich krank. Nee, es sind 3 Manager von mir hier und irgendwie 4, 5 Kameramänner. Das ist, damit ihr es mal gehört habt, wir haben so eine Firma, die Filmtrailer macht, wird den Trailer aufnehmen. Das ging auch ganz schön tief in die Tasche. Aber da werden keine halben Sachen gemacht, Chat. In 2 Wochen, 5.11. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin sehr gespannt. Ich denke, das wird, ich denke, ihr werdet das so geil finden. Deswegen will ich es euch eigentlich schon die ganze Zeit schon erzählen. Ich denke, ihr werdet das sehr, sehr feiern. Einfach krank, hab ich geschaut, seitdem du 30 Zuschauer auf YouTube hattest und bin jetzt Stiller Zuschauer auf 40 Monate, jo. Liebe geht raus.